diese Empfehlung geht an alle Mädels, die mal wieder so einen richtig schönen Liebesroman lesen wollen. Also Mein Sommer nebenan von Huntley Fitzpatrick ist, würde ich sagen, empfohlen ab 14. Und das war seit langem mal wieder ein Jugendbuch, bei dem ich nicht aufhören wollte zu lesen, weil es eine gewisse Romantik hat, aber gepaart mit auch einer Dramatik und weil ich das sehr mitreißend fand und auch sehr sympathisch. Und zwar geht es um die 17-jährige Samantha Reed. Die lebt in so einem typischen amerikanischen Vorort und nimmt eigentlich so ein bisschen teil am Leben ihrer Nachbarn. Die sind nämlich ganz anders als ihre eigene Familie. Sie hat nur eine Schwester und lebt allein mit ihrer Mutter. Der Vater hat die Familie schon verlassen, da waren die Mädels noch ganz klein. Und nebenan, da zieht dann plötzlich eine 10-köpfige Familie ein. Also 8 Kinder in verschiedenen Altern und Samantha sitzt immer so, die hat ein Zimmer und vor dem Zimmer ist eine Terrasse. Und da sitzt sie abends immer und beobachtet die Garretts von nebenan und spinnt sich so ihre Geschichten um deren Geschichte. Und plötzlich eines Abends klettert einer der Jungs bei ihr auf die Terrasse. Und sie stellt fest, dass nicht nur sie die Familie beobachtet, sondern dass Jace, der 17-jährige Nachbarjunge, das bemerkt hat und jetzt seinerseits festgelegt hat, er möchte Samantha kennenlernen. Und das wird eine ganz, ganz schöne Liebesgeschichte. Eine total romantische, bei der ich dann schon irgendwann überlegt habe, Gott, ist das kitschig? Drifte ich jetzt mit meinem Geschmack in Kitsch ab? Aber ich finde das schön, wenn junge Leute einfach mal eine Liebesgeschichte lesen, die ganz positiv ist. Also die wirklich mit Respekt zu tun hat und mit einer extrem großen gegenseitigen Zuneigung. Erste Liebe sollte so sein, wenn möglich. Es bleibt ja auch nicht so romantisch, sondern Samanthas Mutter, die ist Politikerin, lässt sich aufstellen als Abgeordnete für ihren Bezirk und lernt einen Mann kennen, der ist deutlich jünger als sie und der wird ihr Berater. Und das ist alles ganz, sie findet das alles ganz suspekt. Sie mag ihn nicht und der ist auch knallhart. Also was da teilweise mit der Mutter passiert, das ist ihr total fremd. So kennt sie ihre Mutter nicht. Die lässt sich halt von diesem Clay, so heißt er, sehr, sehr viel sagen. Und es fühlt sich an, als wäre ihre Mutter eine Puppe und keine selbstständig denkende Person mehr. Das ist so die eine Schiene. Und dann passiert auch noch ein ganz schlimmer Unfall. Und sie ist dabei und zwar wird, ich verrate nicht so viel, das ist sonst nicht mehr spannend. Also, aber diese beiden Sachen, dieser Wahlkampf, der die Familie auch immer mehr einnimmt und dieser Unfall, die überschatten diese junge Liebe. Und sie streitet sich, das fällt mir gerade noch ein, sie streitet sich auch mit ihrer allerbesten Freundin Nan. Also da fehlen plötzlich alle Personen, auf die sie sich mal verlassen hat, die fehlen und sie hat jetzt eigentlich nur noch ihren Freund Jace und den hat sie ja gerade erst kennengelernt. Also es ist eine tolle Sommergeschichte, eine tolle Liebe mit noch ein bisschen Dramatik im Hintergrund.